So, da sind wir bei Let's Fets on the Battlefield am Strategiesonntag. Diesmal auch mit dabei der David. Hallo. Servus. So, und wir haben uns ein schönes Spiel ausgesucht, weil zurzeit Shogun 2 überhaupt nicht starten will und Rome 2 sich in der Spiellobby aufhängt. Wir spielen, was spielen wir? Supreme Commander. Ersten Teil. Oh ja. Und du spielst natürlich wieder hier deine UEF. Genau. Die blauen. Und ich spiele natürlich meine Siren und wir kämpfen auf gegen einer, die Iren, ja. Gegen die Iren auf einer 10 Kilometer Map. Hier noch schnell die Regeln. Festgelegte Startpunkte 10 auf 10 Kilometer. Einheitenkapazität natürlich 1000. Oh. Was denn sonst? Spielgeschwindigkeit normal. Und ja, den Rest könnt ihr euch noch durchlesen. Dann starten wir mal, oder? Auf jeden Fall. Hoffentlich geht's jetzt, weil vorhin hat man ein Disco wegen falscher Version. Ja, mein Gott, ich hab's von der CD installiert. Ja, ich hab's mir gerade bei Steam runtergeladen in einer Viertelstunde. Ha. Oh, geht's? Geht's? Jo, ja, kein gut Disconnect. Aus. Oh ja. Also jetzt erstmal hier die Generatoren rumbauen, sagst? Masse-Extraktoren. Die Massen. Was gibt's noch? Masse und Strom, oder was ist das? Masse Energie. Und Strom. Genau, Energie. Du baust zwei Masse-Extraktoren und dann baust du die Stromgeneratoren genau an die Masse-Generatoren hin. Ich baue mir jetzt erstmal nur Masse-Generatoren und dann, ich weiß, die baue ich dann hier so rum. Genau. Das verbindet sich dann und dann kriegst du mehr Energie raus. Außerdem wird dann Energie raus. Und ich hab schon gedacht, ich habe das Spielprinzip Nein, warte, das hier nach oben geschieben. Wenn du Shift gedrückt hast, kannst du ja hintereinander bauen, das weiß ich auch noch. Genau. So. Muss nicht mal warten, bis der Mongo fertig ist. Ah, schön. Ach, ich verdammt, jetzt hab ich's abgebrochen. Ich finde das Spiel einfach nur nice. Was machst du denn da gerade? Ich? Dein Roboter ist grün. Ich hätte dann an deiner Stelle doch lieber blau genommen. Was bin ich? Okay, dann machen wir es zunächst mal so. Ich mache rot, weil zu meinem Roboter passt eher die Farbe rot. Und zu deinem passt eher blau, weil du bist ja auch UEF und die sind ja auch eigentlich blau. Ja, wir sind die ganze Zeit blau. Durchgehend. So, und ich gehe natürlich jetzt hier erstmal auf Masse. Die Masse macht's. Energie benötigt, ja, was mache ich denn gerade? Plus 70, ja, du darfst bei der Energie nicht vergessen, die musst du auch. Ja, schau mal halt bei mir gerade hin. Ich baue jetzt hier erstmal um alle drei Masse-Extraktoren. Baue ich jetzt erstmal vier Energiegeneratoren. Und anschließend baue ich mal die erste Werft schon. Landfabrik, oder? Landfabrik. Ja. Und da baue ich meine kleinen schönen Kampfroboter. Also wir spielen gegen zwei normale KIs, hoffe ich. Oder extra schwer. Normal. Wie nennt man das? Tech-Stufe? Ab der zweiten oder dritten kann man das Radar bauen, um zu sehen, ob jemand kommt. Zweiten. Ab der zweiten schon. Oh, nice. Nice! So, plus 85 Energie schon mal, während ich baue. Sehr gut. Ich meine ja bloß, bei dem Spiel haben wir richtig tief in die alte Spielekiste gegriffen und, naja, das hier hervorgezaubert. Und wir werden euch natürlich ein episches Battle, entweder werden wir verkacken oder wir werden gewinnen. Aber ich glaube, wir werden gewinnen, oder? Ja, komm, wir bauen einfach Geschütze, dann können wir rüberschießen. Oh ja, das habe ich... Kurz bevor wir gewinnen, so, und nach der Runde, falls wir jetzt gewinnen werden, machen wir noch gleich die nächste Aufnahme für den nächsten Sonntag. Und da spielen wir dann gegen zwei... Was ist nach normal, wie schwierig... Oder gegen einen normalen und einen schweren, oder? Was? Ja, dann kannst du sie noch spezialisieren auf bestimmte Tech-Stufen. Und danach gehen wir auf schwer... Und wenn wir ab der Stufe, wo wir verkacken, ab dann spielen wir gegeneinander, oder? Machen wir einmal ein Match gegeneinander. Ja, genau, warum nicht? So ein funny Match. Und ich weiß schon, auf was ich gehe. Ich gehe dann nur noch auf Lufteinheiten. Ja, du. Wir haben nämlich schon mal gegeneinander gespielt und auf einer LAN-Party. Da haben wir uns natürlich erst einmal jeder sich seine volle Einheitenkapazität bauen lassen. Und da habe ich herausgefunden, dass meine Fraktion, die Cybron, die können so schöne Flugeinheiten bauen. Die sehen aus wie riesige Marienkäfer. Und die ficken alles weg. Die ficken alles weg. Aber nur, weil meine Fraktion nichts gegen Flugabwehr hat. Hast du echt keine guten Flugabwehr-Bodeneinheiten? Also, ich habe zwar Einheiten, aber die können halt nichts ausrichten gegen deine so, großen Spinnen. Aber was halt fies ist, deine Panzer, deine ganz großen, deine riesigen Mongo-Einheiten da. Ja, die können auf einer 40x40 Landkarte, können die über die halbe Karte schießen. Ja, die können echt über die halbe Karte schießen, da hast du echt meine Bodeneinheiten weggehauen. Dann hatte ich nur noch Lufteinheiten übrig und mit denen habe ich dann den Rest erledigt. Das waren, glaube ich, nur noch 6 Käfer und 40 Flieger, ich weiß es nicht mehr. War auf jeden Fall lustig. Also wir spielen auf jeden Fall nicht den ultimativ anfangen. Wir spielen halt jetzt erstmal auf Ressourcen anfangen. Jo. So, plus 244 Energie, während ich baue, schon mal sehr gut. Jetzt brauche ich natürlich noch mehr Masse-Extraktoren.
So, ich baue schon mal mein erstes Kraftwerk hier hin. Landfabrik. Bin schon dabei. Ja, und mit, ich würde es ja gerne so machen. Wo sind denn eigentlich hier die nächsten Masse-Extraktoren? Oder kann ich... Ja, die müssen wir jetzt erst noch finden. Deshalb brauchen wir ja die Landfabrik. Weil wir haben ja Spiele im Nebel des Krieges. Sonst würden sie wieder sehen. Ja, also jetzt nochmal gleich Einheitchen bauen. Kann man eigentlich die alten Masse-Extraktoren der Tech-Stufe 1 abreißen und da Dreier drauf pflanzen? Nein, du kannst draufklicken und gleich die Zweier drauf pflanzen. Also da klickst du drauf und dann auf das Bild innen. Ach so. Dann werden die automatisch auf Tech 2 geforscht. Ab wann kann ich denn Tech-Stufe 2 ausbauen? Bei denen sofort. Ah, okay. Sofort, wenn du genug Energie hast. Ja, an der Energie soll es jetzt nicht scheitern, ne? So, rüsten wir mal auf. Ich kann schon Dreier raufbauen. Wie lange dauert das ausbauen? Ah, da sieht man es, 22%. Fuck, ich mache gerade zu wenig Masse. Fuck. Dann schalte ihn ab und fertig. Dann hast du wieder zumindest Energie. Ne, Energie habe ich genug, aber Masse. Ja, das ist ich gerade meine Masse Problem. Ist. Wie kann man das abbrechen? Ich mach grad plus 6 Masse und minus 40. So, der ist fertig anscheinend, oder? Nee, der ist... Alter, die brauchen jetzt ein bisschen lang. Wie kann man das abbrechen? Was abbrechen? Dass ich den zum Masse-Extraktor 2 umbaue. Einfach aufs Bild nochmal klicken. Mit links rechtsklick. Nee. Warte. Wirklich nicht? Dann hau einfach den Stopp rein. Warte, wie gehen das gleich nochmal? Fuck. Hätte ich nicht alle drei gleichzeitig machen sollen. Nein, das hättest du. Ich baue immer einen aus. nein, wo ist das Abbrechmenü? Mongo-Hänger ist wieder unterwegs. Warte, wie kann man die nochmal ausmachen? Wo kann man nochmal Sachen deaktivieren? Fuck. Was haben wir denn hier? Sammler, Luftabwehr. Kostet Masse 140. Ne, Strom 140, 28 Masse. Ich warte es mal. Das war nicht sehr schlau von ihr. Ja, wie kann man das abbrechen? Das muss man doch irgendwie abbrechen können. Tu. Ja. Warte, ich glaub, warte. Kann dir Energie geben. Ich brauche keine Energie, ich brauche Masse. Masse, glaube ich, kann ich dir auch geben, muss ich kurz gucken. Ich mache gerade minus 39, falls du mir 40 geben könntest, hätte ich plus 1. Ressourcen geben, hier kann man das machen, dann gebe ich dir einfach meine ganze Masse, die ich jetzt habe, weil ich bin sowieso im Plus. Minus 31, okay, danke. Immerhin etwas. Ja, danke. Komm schon, Ich bin jetzt 17 im Plus, ich kann dir nochmal was schicken, wenn du was brauchst. Ja, bitte. Danke. Mongo-Hänger, ich muss erst wieder ins Spiel reinkommen. Jetzt nicht flame hier, dass ich ein Noob bin. Das weiß ich auch schon. Könnt ihr schon machen, das ist nicht mein Problem. Oh ja. Ich freue mich schon. Ich würde dann gerne ein Thumbnail hierfür erstellen. Mit unseren Gesichtern wieder drin. Genauso wie bei Company of Heroes 2. Why not? Habe ich nämlich auch. Das hast du leider noch nicht gesehen, kann ich dir mal schicken. Auch für Shogun habe ich eigentlich eins vorbereitet, aber geht natürlich nicht. Ja. Okay, hab wieder keine Masse mehr. Ach, brauchst du wieder was? Okay, ich schicke nochmal was. Bis jetzt ist es dreiviertel ausgebaut. Okay. Kriegst du alles, bitteschön. Na, hast es nicht so sehr viel gehabt gerade eben. Oh echt? Mein Gott, ich kann gar keine Einheiten bauen. Ich mach gerade minus 39. Fuck. Ich such mal die nächsten Masse-Extraktoren mit meinem. Warte, wir spielen Vernichtung, oder? Dann kann mein Hauptroboter kaputt gehen, oder? Ja, das ist wurscht. Und du musst endlich mal deine Karte erforschen. Ja, ich habe keine Einheiten. Wie soll ich das ohne Einheiten erforschen? Komm schon, Masse-Extraktor, mach hinne. Wo ist denn das Abbrechsymbol? Rechtsklick drauf? Nein. Ich sehe es doch hier. Aufrüstung zu Tech 2. 62%. Also, der hier ist bei 66. Der hier ist bei 57. Die sind alle schon zur Hälfte fertig. Warte, ich schick dir nochmal was. Achso, warte, ich habe jetzt gerade erst 13 plus, ich brauche jetzt noch ein bisschen. Ja, warte, bis deine Masse oben links ganz voll ist, der ganze Balken, dann kannst du mir was schicken. Ja, ich habe ja jetzt schon Massespeicher. Also ihr seht, das Ziel des Spiels ist da oben ungefähr immer, dass da nicht
plus 300 noch was rauskommt, sondern ungefähr 0 immer, dass es immer ausgeglichen ist. Oder 1. Dass man halt im Positiven bleibt, nicht so wie ich hier. Oh ja. Theoretisch. Massefabrikator. Ah, Energie in brauchbare Masse umwandeln. Der Massefabrikator, dann bauen wir da mal 2. Saugt jetzt ein bisschen Energie. Jetzt ist es voll, warte. So. Bitteschön. Danke. Ich baue hier gerade 2 Massefabrikatoren neben Energiezellen, die wandeln jetzt Energie in Masse um. Aha. Ja, ich baue schon Energiespeicher, damit ich meine Energie speichern kann. So, jetzt mache ich nur noch minus 30 immerhin. So. Sehr schön, sehr schön. Energie ohne Ende. Das Boss ist noch fertig. Wow, wo habe ich jetzt 229 plus Energie her? Cool. So, das Boss ist noch schnell fertig. Komm, 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 komm. Minus 38. Wenn der fertig ist, habe ich minus 600. Wow, die bringen 2 Masse. Scheiße, die waren da nicht. Ich brauche mal langsam Einheiten hier. Oh, mal 15 von denen, 5 von denen. Erforsch mal deine Karte, Junge. Du musst doch ein bisschen was von deiner Karte wissen. Ich glaube, man kommt sogar noch hier. Kommt man da über den Hügel? Ich glaube nicht. Nee, bei uns in der Mitte kommt man nur dadurch, glaube ich. Ich brauche Masche, ich geile Sau. Die Masse macht. Ach, komm schon, der ist doch schon fast fertig. Der hat schon fast Level 2, 95%. Wie viel Masse machen die Level 2er? Die Level 2er Massenfabrikatoren, wie viel Masse holen die raus? Klick halt drauf, dann siehst du es. Bei mir holt er jetzt plus 6 raus. Plus 6, fuck, dann hab ich ja immer noch voll. Okay, die sind ja schon fast alle fertig. Immerhin. Hast schon mehrere Fabriken? Ich glaube, du bist ein bisschen besser dran als ich gerade. Gerade ja. Ja. Die Masse macht's. Bin ja auch dabei schon. Ach ja, und ich baust auch immer 3 Landfabriken und machst dann immer verschiedene, Tech 1, 2 und 3. Oder machst du dann alle gleich auf 3? Weil die alle gleich auf 3, weil die 3 Eier bauen am schnellsten. Dann kannst du ja immer noch hin und her switchen. Ach so, okay. Nice. Ich habe eine Einheit. Und ich werde sie benutzen, um die Map zu erforschen. So ein kleiner wow. Pippi-Roboter ist das. Kann man den irgendwie folgen mit der Kamera? Kann man der folgen? Ja, klar kannst du der folgen. Also dass ich mich auf der Einheit festsetze. Mit einfügen oder so? Nein. Das weiß ich leider nicht. Ende? Einheiten nein, Ende ist nee. Rauszoomen. Ah, ich mache nur noch minus 8, ein Massefabrikator ist Level 2, sehr schön. Plus 4, meiner ist gut. Gleich auf Level 3, dann kann ich dir nochmal was schicken. Ich habe da gerade irgendwas angegriffen, ich weiß ja nicht was, aber irgendwas. Ah, da kommen Einheiten zu mir. Bumm. Die kannst du wieder abbauen, bringt Masse. Ja, ich baue jetzt mal 15 von diesen kleinen Pipi-Robotern. Ich erforsche schon mal das Gebiet bei uns. Ich mache gerade plus 5 Masse, sehr schön. Ah, da oben stehen noch 3 Roboter rum. Komm, Jungs. So. Bewegung. Du gehst mal dahin, du gehst mal dahin, du gehst mal dahin. So, ich erforsche jetzt mal schnell die Map. Position festgelegt. Sehr schön. Nächste Master-Extraktor aufforschen. So, was brauche ich denn jetzt noch? Jetzt gehen wir wieder ein bisschen auf Energie. Energie, ja. Ja, ich gehe jetzt gerade auch auf Energie. Aber was kann ich denn mit meinem Haupt... Roboter Stufe 2 jetzt bauen, was muss ich denn dafür machen? Dafür musst du dein Hauptgebäude ausbauen. Also ich würde dein Hauptgebäude ausbauen auf Stufe 2 und dann dir einfach diese kleinen Roboter bauen, weil dein Hauptroboter, wenn du den ausbaust, braucht viel zu viel Energie. Okay. Viel zu viel Energie. Viel zu viel Energie? Too much. Oh, jetzt wird's knapp. Ne, den schicken wir mal hier hin und du erforscht mal da. Gehst mal dahin. So, ihr zwei. Geh mal zu den anderen. Oh, bis jetzt sind meine. Kann ich irgendwie auf der Map was markieren? Also für Wie dich. Meinst du? Für mich? Dass du sehen kannst, wo du Einheiten hinschicken sollst, was mal.
Menü. Unterstützung, ich glaube so. Nee, das ist was anderes. Feuer erwidern. Ziel, Punktzahl. Keine Ahnung. So. Masse holen, wenn es geht. Hier geht noch schnell dahin. Siehst du das auf der Karte? Da sind da zwei so graue Punkte. Das ist der Masse-Extrahator vom Feind. Der hat schon die ganzen äußeren beschlagnahmt. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Die zerstören wir jetzt gleich mal. Schick ich gleich mal ein paar Panzer. Schick mal alle Einheiten dahin. Was hast du da manchmal für Einheiten? Hast du Panzer oder was sind das? Ich habe mittlere Panzer gebaut. Was ist das denn für eine schwebende Kugel? Ist das ein Raub? Alter, das ist das Baugebäude von den Iren. Ach so, meine Aufklärer machen sich tot, Alter. Deine Aufklärer? Wo ist deine Armee? Hast du überhaupt schon eine Armee? Ich sammle nein, ich habe doch bloß Aufklärer gebaut, damit ich jetzt mal sehe, was auf der Karte überhaupt los ist. Wieso Aufklärer bauen, wenn man gleich Kampfeinheiten bauen kann? Weil Aufklärer viel schneller sind als Kampfeinheiten. So, den Masse-Extraktor bauen wir auch gleich aus. So, Masse. Jetzt brauchen wir noch Energiespeicher. So. So. Aufklärer, so. Abfangjäger. Hauptgebäude Stufe 2 wird erforscht. Ich mache immer noch plus 22, sehr schön. Kann ich hier Stufe 3 ausbauen? Oh, noch plus 2 Masse, sehr schön. Ja, jetzt geht's. Jetzt bin ich im Flow. Jetzt bin ich im Flow. Also wenn ich jetzt nicht im Flow bin, dann dann weiß ich nicht. Dann wirst du es heute gar nicht mehr, oder was? So, Energie immer noch plus 30. Bauen wir hier nochmal 2 hin. 2 Pinökel. Auf verschießen, oder? Achso, auf seinen. Auf seinen Masse-Extraktor. Den könnte ich zwar aber auch einnehmen, aber ich habe keinen Bock. Also normale Gegner sind ja irgendwie einfach. Der kam jetzt mit 2-3 Einheiten angedackelt. Ja, sag ich doch. Mach mal einen Platt, oder? Jetzt schon. Ja, das wäre ein ganz schön kurzes Let's Play, aber das würde wahrscheinlich funktionieren, so viele Einheiten wie du da oben schon hast. Achso, du das hast sind, diese kleinen Roboter, die sind jetzt mit einem Schuss tot. Die Masse macht's, ich habe 15 Stück. 15, ja. Ja. Nee, ich baue jetzt dann gleich schwere Panzer. Ich glaube, die halten ein bisschen mehr aus. Bist du schon auf Stufe 2 dann? Ja, gleich, was heißt gleich? 38% grad. Ich baue mal lieber noch ein zweites Landgebäude hier. Warte, wo passt denn das am besten hin? Hier. Hier. Und anschließend baue ich mal auch eine Luftfabrik. Wieso kann ich da keine hinbauen? Willst du mich verarschen? Da oben ist ein Fabrikgebäude, Boss. Dann machen wir hier hin. Und dann schicken wir auch alle Einheiten hier hin. Nee, aber erstmal hier, ich brauche Baueinheiten. Und zwar Techniker. Soll ich Techniker 1 bauen oder soll ich erst warten, bis ich 3er bauen kann? Also ich baue immer Techniker 1, weil dann die können wir schon die kleinen. Ha, ich kann schon Radarsystem bauen. Perfekt. Bauen wir mal 4 von denen und anschließend aufrüsten. Und hier dann schwere Panzer. Was sagen wir, schwere Panzer 50 Stück, oder? Ja. Und ja, Flugabwehreinheiten. Schwere Panzer 50 Stück. Ja, mach mal 20 Flugabwehreinheiten. Bau du den schweren Panzer, ich baue die mobile, wie heißt denn die, Schildgenerator. Den kann ich bauen. Angriffsbomber? Stufe 1 bringt's aber glaube ich nicht. Ich habe Angriffsbomber jetzt schon, 2-3 Stück. So, den Masse-Extraktor hier gehen wir auch mal auf Stufe 3 drauf. Die lasse ich hier mal Kreis fliegen und alles abknallen, es geht. Ah, wie kann man nochmal patrouillieren lassen? Wie gehen das nochmal? Oh, da kommt ein Gegner. Shift gedrückt halten, während du die auf dem auf der Karte ach so, okay, rumschickst, ja, okay. Und dann einfach den blauen Kreis zumachen. Du, da kam gerade ein Gegner, ich schick mal meine Einheiten aus der Mitte zurück zu meiner Base. Ja, mach das. Ich bin gerade dabei, eine Abwehrphalanx aufzubauen. Jo. So, schicke ich mal alle Einheiten hier hin. So, Baueinheiten, was könnt ihr denn schönes bauen? So ein A-System. Ein kleines. Kann ich ein bisschen. Achso, das ist ja unter Wasser. Warte, ich brauche ja ein Radarsystem. Radar. So nah ist unter Wasser, ja. Gut erkannt. So, bauen wir hier eins hin. Was ist das eigentlich nochmal? Masse-Speichereinheit, was macht die eigentlich? Die speichert die Masse, dann kannst du mehr Masse aufnehmen.
So wie ich. Ich kann jetzt schon 5558. Dann, wo muss ich das? Muss ich das um Massegeneratoren rumbauen oder wo? Musst du nicht, kannst du tun. Machen wir das mal schnell hier. Zack, zack, zack. Noch ein bisschen Energie drumrum. Warte, Energiespeicher auch gleich. So. Und drei. Die Bauernheit macht dasselbe und zwar hier. Und Energiespeicher. Und weil sie ja sonst nichts zu tun hat, die Baueinheit kann hier noch schnell... Nein, das nach oben verschieben. Das hier schön zubauen. Ich brauche mehr Energie, ich brauche Energie. Ne, ich habe von allem gerade was. Soll ich was schicken? Nein, nein, das Problem ist, ich brauche 250 Energie im Vorrat, damit ich mein Radarsystem auf Stufe 2 ausbauen kann. Das bringt mir nämlich minus 250. Was ist das denn hier? Ah, perfekt, funktioniert. Hoplite Raketenbot, der ist mir neu. Heavily Armored Rocketbot designed to engage and destroy heavily armored units. Eigentlich habe ich es auf Deutsch installiert, das Spiel. Aber für den ist anscheinend keine deutsche... Schau, auf jeder Einheit, die ich hier gerade sehe, ist deutsche Beschreibung rechts daneben, außer bei dem Rocketbot. Dann bauen wir den mal. Ich würde so sagen... Ja, denn ich habe auch den Gatling-Bot, den habe ich jetzt auch neu. Den habe ich vorher noch nicht gekannt, den haben sie, glaube ich, jetzt mit reingepatcht, oder? Ja, wahrscheinlich mit dem neuen Patch. Die probieren wir doch gleich mal aus. Wann kann ich jetzt Stufe 2 bauen? What the fuck? Also bauen. Bauen. Du kannst die sofort bauen, wenn du beim Hauptgebäude die Roboter Stufe 2 ausbaust. Ach so, also du musst zum Landgebäude und den Techniker Stufe 2 bauen. Ach so, ich brauche einen Techniker Stufe 2. Okay. Ja. Dann brechen wir mal die hier schnell nochmal ab, die Rocketbots. Bauen sie hier rein. Ah. Warte mal schnell. Ne, die. Und schicken hier mal schnell auch 4 von denen hin und anschließend 15 Rocketbots. So. Ah, und schon wieder eine Einheit ausgelöscht. Du bombst gerade hier alle schön zusammen. Ich schicke mal meine Einheiten zu dir in die Mitte. Wie viele Einheiten hast du inzwischen? Weiß ich nicht, zähl nicht mit. So, hier wird schon Stufe 2 erforscht. Ich erforsche dann gleich mal schon Stufe 3, ne? Why not? Hier. Ich habe ja jetzt schon Radarsystem Stufe 2, das passt schon. So. Bisschen mehr Energie. Ja. Wird gerade fleißig gebaut bei mir. Ich baue jetzt Bauroboter, damit ich die größeren Energiegeneratoren bauen kann. Mein Sonar sollte stehen. Ja, steht auch. Dann bauen wir auch gleich hier einen Energieextraktor, bauen wir hier hin und außenrum gleich Energiespeicher, oder? Ja. Sieht sehr gut aus. Ah, du brauchst Verlandeplattformen für die Flugzeuge, damit die landen können. Damit sie sich wieder auffüllen und reparieren lassen können. Ja, also ich glaube, ich habe hier noch genug Platz, oder? Ja. Gehen. Ah, ich habe gerade wieder ein bisschen Minus gemacht. Habe mich schon gewundert. Aber jetzt habe ich hier wieder ein bisschen Energie. Bauen wir mal, warte mal. Eins. Braucht den großen Energiegenerator, sonst kacke ich dann ab. So, hier noch Energie ran. System aktiv. System aktiv. Und das gerade kräftig wieder rum. Wuhu! Okay, wir brauchen anscheinend schwierigere Gegner. Die haben ja anscheinend nichts, oder? Ja, normal ist einfach lächerlich. Wie vierte Folge sind wir eigentlich schon? Erste noch, oder? Wie viel Zeit haben wir bis jetzt gespielt? Wollen wir hier ein Radarsystem Stufe 2 hin? Mal schauen. Was ist das eigentlich hier? Start- und Landeeinrichtung. Oh ja. Die brauchst du. Wie viele denn? Ja. Je nachdem, wie viele Truppen du hast. Also viele. Ah, fuck, den muss ich noch eins nach oben verschieben. Hier hin. Ja, das ist auch geil. Das kannst du im Zweier auch nicht mehr. Dieses Verschieben von Gebäuden. Ja, einfach Shift gedrückt halten und nochmal hochziehen. Das ist einfach Premium. So, wie sieht's denn aus hier? Einheitchen. Schon wieder 6 schwere Panzer. Sehr gut. Ich glaube, die kann ich jetzt schon mit meiner Armee hier platt machen. Sehr lächerlich hier. Normale Gegner normal. Hätte ich mir gleich denken können, dass dann nur leichte... So. Was ist denn das hier? Strategischer Bomber. Wow, der kostet 72.000 insgesamt. 160 pro Sekunde. Oh, ich habe gerade 150 plus Energie nur. Ich habe 150 minus und das schon seit 4 Minuten. Soll ich überschicken? Nein, ich habe noch genug im Speicher. Deshalb habe ich so viele Energiespeicher gebraucht. Wie viel Energie kannst du inzwischen speichern? 44.000.
Okay, ich kann nur 14.000. Ich kann auch schon 57.000 Ding speichern. Masse. So, was ist das hier? Schildgenerator. Der ist aber ziemlich klein, ziemlich mickrig. Ja, den kannst du dann noch auf Tech-Stufe 3 ausforschen. Dann mach ich dann noch. Ja, mit der UEF hast du die größten Energie, also Energie-Schildgeneratoren. So, bauen wir hier noch eine Fabrik hin. Und noch eine Luftfabrik. Und zwar. Hier. Sehr gut. Dann bauen wir hier. Geschütze brauche ich irgendwie gar nicht. Energiegenerator. Ach, das sind schon die Stufe 2 Energiegeneratoren. Die sind natürlich. Die wow, geil. Die Bomber schauen besser aus als zuvor. Hier zwei. Da hin. Hat sich das Bild verändert bei die Bomber. Geil. Taktischer Raketenwerfer. Nee. Raketenabwehr? Bauen wir mal lieber hier hin, ne? So. 4 Raketenabwehrstellungen. Kostet ja bloß 3200 insgesamt. Eben. Ja. So, mein Radar mein Radar wird da gerade gebaut, oder? Ja. Wird gerade hier in der Mitte gebaut, falls du gerade die Bauernheit da unten siehst. Ich schicke da mal kurz meine Einheiten hin, weil da kommt ein Gegner. Sind das gerade deine ganzen... Was sind denn das? Landaufklärer. Naja, klar. Die von die ganze Zeit hier im Kreis, oder was? Ja, natürlich. Muss ja sehen, was hier los ist. Die sind bloß nicht richtig gepeilt, also nicht richtig im richtigen Abstand, weil sonst würde ich die ganze Zeit was sehen, aber tue ich nicht. So, ich baue jetzt dann meine ersten strategischen Bomber und zwar, was sagst du, 100 Stück? Boah, ja, 100 damit Bomber. Damit wirst du nicht fertig, wahrscheinlich. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, bauen wir nicht so viele gleich. Bauen wir mal 50 und dann noch 50 Kampfjets. Luft. Überlegenheitsjäger. Luftüberlegenheitsjäger sind das, glaube ich. Ach, linke Maustaste muss penetriert werden. So. Warum? Drück Shift und dann tust du einfach drücken, dann baust du 5 auf einmal. Ach so. Ah, nice, danke, habe ich nicht gewusst. Jetzt weißt du es. So, mein Radar in der Mitte steht und du siehst jetzt ein bisschen mehr, ne? Du siehst hier. Ja, ich habe jetzt wieder 430 plus, weil ich den mittleren Energiegenerator gebaut habe. Artilleriestellung. Artilleriestellung. Zack, zack, zack. Verteidigung. Bauen wir mal hier ein bisschen was hin. Ja, einen kleinen Verteidigungsgürtel baue ich mir hier. Aber nur einen kleinen. Was mache ich jetzt eigentlich mit meinen Tech 1 Technikern? Die kannst du zu deinen Gebäuden abstellen und denen beim Bau unterstützen lassen. Bei deinem Baugebäude, bei deiner Landfabrik und bei deiner Luftfabrik. So, der ist fertig. Wo ist denn der? Da ist er. Der hat gerade die ganzen Hangars da oben gebaut. Bauen wir noch 2. 8 Stück, nicht 6. So, meine Techniker 1 schicke ich mal alle hier hin. Noggi. So, was kann ich denn hier eigentlich jetzt aufrüsten an meinem Bot? Oh ne, die Laserkanone kostet 37.000. Nein, danke. Was? Die? Laserkanone naja, an meinem Bot. Der Bot ist ultra teuer, das ist erst für den Schluss normalerweise. Ja. Ja, komm. Machen wir jetzt keine halben Sachen mehr. Greif's an? Ich schick's dir ein bisschen vor, damit sie nicht rauskommen. Okay, schicken wir unsere Einheiten zu ihrem, Schicken wir unsere Einheiten einfach zu ihrem, zu ihrer Lage. Ich bin jetzt gerade dabei, meine Flugzeuge aufzutanken. Machen die es eigentlich auch automatisch? Wenn sie wissen, wo sie tanken können, aber vorher hatten sie es ja noch nicht. Aber jetzt haben sie es ja. Achso, der ist schon wieder voll. So, hier wird fleißig gebaut. Alter, ich habe gerade mal so um die, sind das knappe 50 Einheiten. 20, 30, 32, 37 Einheiten. Gut, der Gegner kann meine Basis nicht mehr einsehen. Tarnfeldgeneratoren. Bist schon Stufe 3? Ah, nein. Fuck, warte. Ich baue dann hier gleich wieder 5 von den... Was sind das hier? Oh, das sind die Kampfspinnen. Ganz vergessen.
Oh, die sind ja niedlich. Ja, ja, Wahnsinn. Raketenbot, sorry, Raketenbot, warte. Armored Rocketbot, designed to engage and destroy. Warte. Engage and destroy heavily armored units. Also die können die ganz dicken Einheiten besiegen. Da kommt doch was an. Raketenbots. Eva! Du kannst dich ruhig muten, wenn jemand in deinem Zimmer ist. Ich heiße dich Eva. Nein, das war nicht. Das war nicht. Das war was anderes. Ich habe mich gerade schon gemutet. Ich habe es erst jetzt gecheckt. Voll ins Mikro schreien. Eva, was machst du? Ja, da? Genau. Nerv mich nicht. Oh ja. Schön konzentriert bleiben. Okay, ich kann inzwischen 42.000 Energie speichern. Irgendwie weniger Masse, nur 5.000 Masse. Der Masse lässt sich nicht so gut speichern. Wie kann ich eigentlich mit meinem Hauptroboter Stufe 2 und 3 Gebäude bauen? Das geht gar nicht. Sie müssen Bauernheiten aufrüsten. Ich hab doch Bauernheiten. Ja. Oder kann ich mit meinem Roboter nur Stufe 1 Sachen bauen? Haha, platt gemacht. Da kommt noch was von mir. Ein paar Roboter und so. Deine halbe Armee vernichtet. Der hat ja nix. Das ist ja auch normal. Komm, lass uns angreifen. Lass uns den Schmarrn hier beenden. Okay, ich greife den Lilanen an da oben. Warte, wie kann ich... Ja. A und Linksklick, oder? Ja, A und Linksklick. Dann bleiben sie stehen, sobald sie irgendwas Feindliches sehen und greifen alles an. Okay. Lass ihn platt machen, Junge. Ich gehe da mal in den Nacken. Wie kann man den Kamera drehen? Weißt du, wie man Kamera drehen kann? Ja. Warte mal kurz, warte. Menü. Verfolgung ist auf T. Ah, T? Ja. Ah, okay. Sehr nice. Meine kleinen... Diese kleinen Roboter hier, der da, die sind voll süß. Die, wie heißen die? Hunter? Oh, ja. Ihr seid richtig schnuffig. Komm, jetzt macht das Geschütz da oben weg. Bam, bam, bam. Zack, weg die Sau. Alter, keine Chance. Kann man die wieder in Einheiten unterteilen? Ja, kann man. Steuerung 1 gleichzeitig drücken. Er hat Geschütze aufgebaut. Meine kleinen Roboter macht er vielleicht weg, aber... jetzt kommen unsere Spinnen. Kampfspinnen, Raketenbots. Ja, die haben ja keine Chance. Da kommt noch was nach. Oh, fuck, das ist ein fetter Hauptroboter. Ja, den machst du doch weg, oder? Alter, ja, aber das sind auch meine ganzen Einheiten. Ach, shit. Wusstest du ja noch wissen, was das für eine Explosion gibt. Ja, ich weiß. Ist so wie Sauron bei Schlacht um Mittelerde 2. Apropos, Schlacht um Mittelerde 2 kommt auch. Wir spielen jetzt alle möglichen Strategiespiele. Oh ja, macht die Tat das. Ich glaube, ich habe seinen Roboter getötet. Schau auf die Map, nur noch ein weißer Nichts. Ja. Die meine Einheiten noch? Ja, da lebt noch was. Ja, ein paar leben, müssen noch leben, nicht alle. Ja, die hinteren. Hey, hier haben sogar welche vorne überlebt. Sehr schön. Alter, die Explosion vom Roboter nimmt ja alles mit. So, ich mache die restlichen Massefabrikatoren von ihm und dann helfe ich mal dir da unten. Ist dein Roboter schon kaputt? Nee, oder? Nein, aber ich bin ja auch noch im Vorrücken. Ich habe ja nicht meine ganzen Einheiten gleich. Erster Kampfbomber ist da. Und so wie es aussieht, braucht ein Kampfbomber allein diese ganze Landeeinrichtung. Das ist ein Kampfbomber Stufe 3, der soll doch eigentlich schon was reißen. Ich schicke mal zu dir runter. Ich habe inzwischen wieder einen neuen Panzer gebaut. Bin auch gerade am fleißigen Produzieren. Oh ja. Komm, sieht doch gut aus. Der repariert gerade seine Sachen mit seinem Kampfroboter, warte. Normale KI wurde besiegt, ja, das war der rosa Typ. Mein Kampfbomber kommt gerade angeflitzt, siehst du? Nee, allein gegen alle. Ich gehe mal auf seinen Roboter. Wo ist denn der Roboter? Der steht mitten im Lager, da schießen alle meine Einheiten drauf. Warte. Mitten im Lager? Ich sehe ihn gerade gar nicht.
Ah, da. Auf ihn. Bomb ihn weg. Jetzt kommen mal meine Bomben, ja? Die bringen es ein bisschen mehr. Bam. Meine Einheit hat sich geopfert. Geh aus dem Lichtkegel. mein Bomber ist weg. Jetzt musst du wahrscheinlich eine Luftaufklärer bauen, weil der sich noch irgendwo auf der Karte verschanzt. Nee, der obere ist tot. Und unten hat auch nichts mehr. Wo soll sich denn hier bitte verschanzen? Ja, meistens. Ich habe in der Mitte der Karte. Schau mal in die Mitte der Map. Da steht ein Haus von mir. Das ist ein Radarsystem Tech 2. Wenn da irgendwo ein Gebäude auf den Massefabrikatoren hier wäre, dann würden wir das sehen. Ja. Ich komme hier gerade noch zur Unterstützung mit meinen restlichen Schwuppidiwupp-Einheiten und dann ist er auch schon wieder tot. Der Massefabrikator da unten, macht ihn weg. Warte, gleich ist er weg. Und gewonnen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Normale Kai besiegt. Ja. Ivan, der heißt Ivan. Ivan. Kann ich jetzt einfach hier rausgehen oder kommt hier jetzt noch ein Menü oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste er jetzt ein Menü bekommen. Außer, wir haben gemacht bis zum Schluss, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Wir müssen jetzt noch jetzt. Dacht schon. Hängerboy, Punktezahl. 325.472, du hast nur 60.000 Punkte, what the fuck. Obwohl du viel mehr Kills hast als ich. Ja. Oh, Energie, da sieht man sich, ich habe 150, 1.502.196 Energie gesammelt. Du hast 1.443.876. Masse ich 80.000, du 66. Verluste, ich habe viel mehr Verluste als du, ja, wegen der Explosion da. gebaut, 214. Ja, wie viel Kills ich habe? 178. Ein bisschen mehr. Spieldauer, 34 Minuten haben wir gebraucht, ja. Und ich würde sagen, damit geht's dann auch, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, am Strategiesonntag, wenn sie da ist, Let's Fets on the Battlefield, mit dem David. David. Genau, hoffe ich doch und auch. Und mir, dem Hängerboy. Bis dahin. Ciao, Leute. Wir spielen jetzt dann gegen zwei schwere KIs, oder? Oder eine? Ja, genau. Ja, okay. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.